Herzlich willkommen zurück auf RETROBASIS. Ich bin Perudo und wir spielen Day of the Tentacle in der Remastered-Version. Und wir schauen uns weiter hier in der Gegenwart um. Und wir gehen eine Etage tiefer. Hier haben wir 3 Räume. Es ist ja theoretisch immer noch ein Hotel. Mal gucken, was wir alles finden werden. RF. Da habe ich gar nicht drauf geachtet früher. Mal schauen, was hier steht. Ein W. Okay. It's pretty darn cold. Soll's ja auch sein. Machen wir direkt wieder zu. Energie sparen. The honeymoon suite. Oh. Okay. Der schnarcht. Hier sind übrigens die Schlüssel. Die habe ich eben gesucht. Ich überlege gerade, warte mal. Ja, man sieht hier schon die Schlüssel, ne? Oh, das ist aber fies. Die habe ich wirklich damals beim Originalspielen, da habe ich mich echt verrückt gesucht danach. Und hier aufgrund dieser etwas orangenen, ja, Pixelung oder Zeichnung kann man es eher noch erkennen. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir schnappen uns die Schlüssel. Das sind auch manchmal so die Rätsel, die... Ja, ich sage dir, das Ziegenrätsel bei Baphomets Fluch. This beautiful 4,000-carat diamond can be yours today. For the special rock-bottom introductory price of $2 million. The number to call is 1-800-STAR-WARS. Don't miss this amazing once-in-a-lifetime opportunity. Tja, wenn du es sagst, schalten wir mal ab. So, können wir hier uns etwas ansehen näher. Ficklefingers Coin Slot, also das ist ein Massagebett. Phone, Sweater. Now there's a heavy sleeper. Definitiv. Und wir wollen den Pullover haben, aber ich glaube, da kommen wir nicht dran. Gifts wie, hä? Was? I don't have that. I can't pick it up. That guy is lying on it. Ja. Haben wir gerade festgestellt. So, das ist der Raum W. Okay. Room 101. Oho, der geht, glaube ich, nicht ganz auf. It's useless. No one will ever be interested in my design, so I'm ending my novelty inventing career right here in this tacky motel. Tacky. How appropriate. Bang. I can't even do this right. Och ja. Oh, haben wir den Brief aus... Haben wir nicht? Hm, nein, wo ist der Brief? Wir schnappen uns erstmal hier die Zaubertinte. Und wechseln doch mal ganz kurz zu Hugi. Er müsste eigentlich den Brief haben. Ach. You're brilliant. What a novel design. Come to Baltimore at once. So, geht eigentlich 1, 2, 3. I'm just a failure. Man kann auch mit dem Zahlenstreifen hier auf dem Keyboard-Tastatur zwischen den Personen wechseln. So, mal schauen. Ja, wir haben auch den Brief und ich würde sagen, wir geben diesen Brief einfach mal hier diesem Drain. Der ist total deprimiert und nach diesem Brief wird es ihm wohl hoffentlich besser gehen. Hey, there's a letter here for you. For me? Probably another rejection slip. Oh well. Och, das hat ganze Socken an, die. You're brilliant. What a novel design. Come to Baltimore at once. Das ist interessant. Hier steht eine 2. Aha. Schnappen wir uns mal die Flaggenkanone. Dann werden wir unserem Typen da mal eins auswischen. Essensreste. Bah, die Fliege. Widerlich. Things are growing in it. Will ich gar nicht wissen. Schauen wir nochmal kurz. Aha, da ist eine Notiz. Oh nein, kann man gar nicht lesen. Aber ob die Pflege gibt es ja eigentlich auch in dem alten? Ich muss noch einmal umschalten. Nee, die Pflege gibt es nicht. Aber diese Notiz? Das ist interessant. Okay, ja gut. Geht nicht. So. Das ist ein R. Das ist schon interessant. Ne? Hier ist eine 2. Warte mal. Nee. Das ist auch im... Okay, ja gut. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Eine Süßigkeitenmaschine. Und hier schauen wir uns mal an, wer da wohnt. Da müsste eigentlich Grün Tentakel wohnen. Private. Oh. Green. Bernard. What are you doing up here? Well, I couldn't stop Purple, and he's gonna go out and conquer the world, and I'm afraid of what he'll do if he catches me, if Dr. Fred doesn't find me first. Does that answer your question? Yeah. Hey! What's up, Bernard? Ja, also ich meine, gut, er hat versucht, Puppe zu stoppen, aber jetzt hier einfach seelenruhig hier rumzustehen, ist auch nicht so toll. What do you suppose Purple's up to now? Well, he wants to take over the world, so I figure he's up to something devious. Conducting cryogenic experiments on small animals? I wouldn't doubt it, but I was thinking more along the lines of politics. Wanna help me save the world? I'm afraid to leave the room. In fact, I don't think I can even move from this spot. Purple scares the daylights out of me. How's your new band doing? Green Tea and the Sushi Platter? We're doing great! We've decided to really capitalize on our strongest quality as a band. Anscheinend haben die zwei Mini-Patches nicht diesen Textbug behoben. Ich hoffe, dass das noch kommen wird. Und sonst muss ich da tatsächlich mal vielleicht in diesem Bug-Request ein Ticket einstellen. So, aha, hier. Er hat also quasi eine Band und würde ich ganz gern mal irgendwie ein Tape hören. Ein Bonus-Tape, so ein Probetape. Provocative lyrical content? Volume, man, volume! We have a chance to win a Grammy Award as the loudest new band. We're pulling out all the stops. Aha, also eine laute Band. Have you gotten any airplay? No, we're a little too experimental for most radio stations, but we have a huge following in the club scene. Weren't you looking for a new guitarist a while back? Yes, but we decided to go with a guy who plays power tools instead. We can generate a lot more sound that way. Are you working on an album? Yeah, we're doing a CD called Rap on the Forehead. I've got a few tracks hooked up through the stereo if you want to hear them. That's great. Yeah. Aber gerne doch. Why the litter box? Have you got a cat? Don't ask. Oh, das schämt hier. How does a tentacle sit in a beanbag chair? Oh, that part's easy. Getting back out of it is hard. Can you actually use that bowling ball? No, Purple brought that in here after he grew arms. He got really discouraged, though, because he doesn't have fingers. Well, see you later, Green. Yeah! Good luck in saving the world, B-Man. B-Man, ja, das ist witzig. Ja, jede Bowlingkugel hat er sich besorgt, aber dann hat er festgestellt, dass er zwar Hände oder Ärmchen hat, aber gar keine Finger dafür oder Daumen. So, it looks too heavy for me to pick up. Ja gut, hier ist eine Videokassette, sehr schön. Können wir die benutzen? Wow, this is loud. Die Kotze geht ab. Die ist echt super, ne? Diese Musik, also hier, Green Tentacle, Green Tea und seine Sushi Bar oder wie auch immer die Band heißt, die hat es echt drauf. So, wir konnten sehen, dass in der Eingangshalle die Kunststoff-Plastikkotze vom Decke fiel. Und jetzt können wir einfach diesen Lautsprecher umstoßen. Das war eigentlich aus wie ein Pfannkuchen, aber gut, ist halt so. Die ist echt gut, die Musik. Aber wollen wir nicht, dass das ganze Bild hier rumwackelt? Phew. Tju, Ist definitiv laut, ja. So, oh. A through emerald stolen, circular prints left behind. Ja, rundliche Abdrücke konnte man tatsächlich da finden und man ist sich noch nicht ganz sicher, was ist das, aber bald wird die Wahrheit ans Licht kommen. So. Dark Passage, okay. Jetzt muss ich kurz überlegen, wir haben... Nein, ach. Gut. Fangen wir mal mit dem Kaffee an. Ich wollte eigentlich rausgehen, die Schüssel dem Dieb geben, aber das ist der Kaffee. Da ist der entkoffinierte Kaffee. Mm, thanks. I needed a little pick-me-up. Tja, dann viel Spaß. Nein, die wollte ich doch haben, die Tasse. Must open safe. Richtig. Must sign contract. Must provide for family. Aber vielleicht besser erstmal das Band in den Videorekorder gelegt. Dann machen wir das gerade nochmal zuerst. Und dann gehen wir aber raus. Und schnappen uns das Brecheisen. So. Wo ist... Hier ist es. Ah, da ist er ja schon. Da ist die Videokassette. Das stecken wir in den Videorekorder rein. Jetzt muss ich überlegen, können wir hier... Ja, geht. So. Ah, da ist der Vertrag. Ärgert sich. Und jetzt nehmen wir auf. Dr. Fred Edison. Internal Revenue. Come with us. We'd like to go over some of your records with you. Upstairs. IRS, okay. So, jetzt spulen wir zurück. Und machen von Normalgeschwindigkeit auf extra langsam. Und dann hoffentlich mal, dass wir die Zahlen erkennen können. 101. 999. 57. Da ist der Vertrag. Und in Zeitlupe gehen die Augen nach vorne. Dr. Fred Edison. So, ja. Eject. Haben wir die Videokassette eigentlich wieder? Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir den Code für den Safe. Mal überlegen, was können wir noch machen? Ne, gehen wir erstmal raus. Dann können wir auch diesen zweiten Groschen hier uns schnappen. Ah. Die Plastikkotze. Sieht eigentlich aus wie ein Pfannkuchen, oder? Boah. Weg damit. So. Ach, es ist ja Nacht. Es ist sehr schön. Wash me. Hihi. Man in Ski Mask. So. Mit dem quasseln wir mal. Hi. Don't sneak up on me like that. Oh, Entschuldigung. Nice crowbar. Thanks. Don't even think about asking to use it. I need it. What are you up to? I locked my keys in the car. Ist klar. If you're locked out, why break into the trunk? I have a spare set of keys in there. Ah, ein ganzes Set direkt, wie witzig. Here, perhaps these are your keys. Where? Gimme. Gimme, gimme. Hey, thanks, pal. Keep the crowbar. Thank you, masked man. Drat. What sort of person would carry around this many keys? Naja, so viel sind's auch nicht, oder? Maybe this one. So, das ist übrigens der tote Cousin. Dad, der ist jetzt ein Birth Bath, wie witzig. Ein Vogelbad. I guess not too many birds bathe in the evening. Das kann sein, ja. Ich weiß, ich kenne so die Gewohnheiten unserer Vögelchen nicht so. Das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wir haben die Klapperzähne. Wir haben die Flag Gun, also quasi die Scherzartikelpistole. Und ja, dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal. Quatsch. Erstmal den Kaugummi, denn da ist nämlich noch ein Quarter, glaube ich, drin. 25 Cent. Ich gucke gleich mal, zumindest ein Dime. So, ein Dime. 1952. Und wir schnappen uns gerade mal den Inhalt des Safes. Open. Let's see, it's 101-999-57. Genau, so ist es. Da, 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 da. So, den schnappen wir uns den Vertrag. Den muss aber Dr. Fred nur unterschreiben, leider. Oder, ja, Gott sei Dank, besser gesagt, weil sonst würde ja nicht dieser Vertrag in Erfüllung gehen. So. Die können wir mal austauschen, die Scherzartikelpistole. Mal gucken, ob das so ohne weiteres geht. Wo ist sie? Da ist sie. That's the second coolest pocket protector I've ever seen. Was? I don't see anything. Oh, never mind.